Hallöchen, meine Lieben. Heute steht ein Friseurbesuch an. Wie ihr seht, ich habe einen Mordsansatz und ich wollte nicht einfach nur jetzt heute mal rot färben wieder, weil ich muss mal den Ansatz blondieren und dann das rote Illumen drauf machen, also RR et al. Ich wackel so ein bisschen, weil ich das gerade in der Hand halte. Sorry, ich muss mich ein bisschen beeilen. Und ich werde mich gleich abgeholt. Auf jeden Fall habe ich diesmal vor, meinen Ansatz schwarz zu machen. So ein Schwarz-Ombre, so Balayage-mäßig. Und die Länge dann halt wie gewohnt knallrot. Boah, ist die Kamera schwer. Und ich habe heute Morgen keine Kraft, habe auch noch nicht gefrühstückt. Auf jeden Fall, ja, wollte ich den anderen Ansatz so ein bisschen schön in so eine Ombre machen. Und dafür gehe ich heute zum Friseur. Ich färbe normalerweise meine Haare immer selber. Aber das lasse ich lieber einen Friseur machen. Und ich gehe dazu zur Friseurin meines Vertrauens. Das ist die Tiziana. Die hat ihren eigenen Laden in Hahn. Das ist in NRW, falls ihr das nicht kennt. Und der Laden heißt Stile Forte. Und da gehe ich jetzt schon seit ein paar Jahren hin. Und ich vertraue kaum einen Friseur meine Haare an. Und aber ihr schon. Also ihr vertraue ich da. Ich glaube, das kriegt sie auch ganz gut hin. Ich schätze schon. Und sie freut sich schon darauf. Und ich denke, sie macht da irgendwas ganz Cooles raus. Ich hoffe es zumindest, aber da bin ich eigentlich ganz positiv. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil der Illumen ist ja Direktzieher. Und ich habe Angst, wenn man das nur auf den Ansatz macht und das dann rauswäscht und dann, wenn man auswaschen, in die Länge kommt, dass es dann auch direkt dunkel wird. Diese Schwarz. Und da habe ich echt Schiss vor. Werde ich auch nochmal jedenfalls mit ihr darüber sprechen, dass wir das irgendwie echt so machen, dass das hoffentlich nicht passiert. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon. Und wir haben auch nicht so viel Zeit heute. Mein Vater begleitet mich und der hat... Sorry, der hat nur bis 10:30 Zeit. Also um 10:30 müssen wir dann da wieder los. Das sind 1,5 Stunden, die uns heute bleiben. Das ist nicht viel für einen Friseurbesuch. Das weiß, glaube ich, jede Frau. Und ja, also müssen wir uns echt reinhauen heute. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und dann könnt ihr so ein bisschen sehen, wie meine Friseurin das macht und wie das Ergebnis dann wird. Föhnen und stylen lasse ich mir das dann nicht, dafür bleibt die Zeit leider nicht. Aber ich werde heute Abend auf den Geburtstag gehen, dafür werde ich mir die Haare ein bisschen schön machen. Und dann seht ihr das halt auch nochmal im gestylten Zustand, wie das dann aussieht. Das wirkt immer so ein bisschen besser einfach, als wenn die einfach nur trocken geföhnt sind. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder beim Friseur. Und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück beim Friseur. Ich bin jetzt bei der Tiziana. Also die hat ihren eigenen Laden, Stile Forte in Hahn. Und das ist so die einzige Friseurin, der ich wirklich vertraue, auch mit Färben. Deswegen sind wir heute hier. Und genau, guten Morgen, ist ja gerade mal 9 Uhr oder so haben wir hier. Und ja, wie ich euch schon ein bisschen erzählt habe, ich wollte mir den Ansatz schwarz machen. Wir haben hier Illumen, hier ist einmal schwarz und rot. Schwarz habe ich schon nie von Illumen benutzt. Wir sind, glaube ich, beide ziemlich gespannt, ob wie das wird. Und ja, sie macht mir so einen ganz, ganz weichen Übergang, weil ich habe auch keine Lust mehr zu blondieren oben immer. Und ich würde sagen, fangen wir einfach direkt mal an, weil wir auch ein bisschen Zeitdruck haben. Ne? Gut. Ich mache alles fertig, ja? Genau. Ich setze jetzt erstmal nur das Ansetzen drauf, dann kämme ich es dir zurecht und dann ziehe ich das mit dem Kamm ein bisschen runter. Nicht ganz runterziehen, sondern einfach nur ein bisschen, dass das ein bisschen weicher wird. Why is it that I've chosen the way? Which time
Zurück vom Friseur und das ist jetzt das fertige, gestylte Ergebnis. Ich hatte beim Friseur absolut keine Zeit mehr. Wir waren schon drüber über diesen dieses Zeitlimit. So, ich bin jetzt auch gerade wieder total im Stress, deswegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Rot irgendwie auch dunkler ist als vorher. Vielleicht aber auch, weil die frisch gefärbt sind. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich weiß nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich finde es im Winter passt das echt gut, dieses Dunklere. Und jetzt ist dieser schreckliche naturblonder Ansatz nicht mehr da und ich fühle mich wieder frisch, einfach nur noch frisch. Ich hatte auch beim Friseur absolut keine Zeit mehr, mir die Haare doch trocken zu finden. Ich bin mit nassen Haaren auf den Friseur gegangen, weil mein Vater musste ganz dringend los und weil das jetzt nicht so unbedingt in der Nähe von mir zu Hause ist, war ich auf ihn angewiesen mit Auto. Deswegen hat er mich auch begleitet. Und ja, ich bin total zufrieden. Das hat die Tiziana echt schön gemacht. Und sie hat auch ein bisschen abgeschnitten. Ich tue euch mal ein bisschen runter. So, okay, sie sind jetzt gelockt und sind die sowieso ein bisschen... meine Haare wurden geschnitten, die Spitzen ungefähr. So ein Stück hat sie mir zumindest versprochen, dass es nur so ein Stück wird. Und sie sind jetzt gelockt, deswegen sehen sie jetzt kürzer aus. Also eigentlich gehen sie jetzt auch bis hier. Und ja, so, genug von meinen Brüsten. Kommen wir wieder mal nach oben. So, ja, ich bin auch voll im Zeitstress jetzt. Ich habe nur noch vielleicht 20 Minuten oder so für alles noch. Also okay, ich bin ja so gut wie fertig, aber ich muss noch Geschenke packen und so. Ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Wer ist genauso? Wer macht auch immer alles auf den letzten Drücker? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Weil immer schon habe ich das Gefühl, alle sind immer so pünktlich und alle organisieren sich so gut und ich bin immer die reinste Katastrophe und die reinste Chaotin, wenn es um Zeitdruck geht. Also ja, ich habe mir auch schon wieder, ich kriege jedes Mal, wenn ich unter Stress bin, diese Flecken auf meinem Dekolleté. Rote Flecken. Die gehen gleich wieder weg, aber schon wieder. Das ist so krass. Das habe ich ungefähr seit 2 Jahren, kriege ich rote Flecken auf meinem Dekolleté, wenn ich unter Stress stehe. Stressflecken. Das muss man auch erstmal kriegen. Also echt. Naja, ist halt so. Eieieiei, also wie gesagt, ich zeige euch nochmal den Ansatz. Also die hat das wirklich sehr schön eingearbeitet und die hat erst das Schwarz, wie ihr gesehen habt, aufgetragen, dann hinter in die Längen das Rot, das RR et al. Und hat das so ein bisschen mit den Fingern so ein bisschen vermischt, dass der Übergang sehr, sehr weich wird. Und ich hatte mir auch gewünscht, dass die gerade vorne so auf jeden Fall nur sehr kurz diesen Ansatz macht, sage ich mal, damit halt noch genug Rot vorne zumindest ist. Ja. So, ich blende euch jetzt nochmal von hinten ein, dass ihr seht, wie das so hinten aussieht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.
didn't wanna hurt me, but why?